Wenn man sich mal so ein bisschen durch die Kommentare gelesen hat, die ihr unter dem letzten Video geschrieben habt, dann hat man nicht lange gebraucht, um rauszufinden, dass viele von euch ein großer Fan der Boeing 747 sind. Absolut nachvollziehbar und eigentlich Grund genug dafür, um mal rauszufinden, wo man denn heutzutage eigentlich noch 747 fliegen kann. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie beim letzten Mal schon angerissen, hat die Boeing 747 ihre absolute Hochzeit schon hinter sich. Aber es ist ein Flugzeug, welches für große international operierende Fluggesellschaften der letzten Jahrzehnte quasi ein Muss in der Flotte war. Denn das Flugzeug war schlicht und einfach sehr, sehr beeindruckend. Die Größe noch nie dagewesen, der Flieger dadurch ein absolutes Prestigeobjekt und vor allem ein ganz wichtiger Punkt, die Größe machte das Flugzeug auch wirtschaftlich attraktiv. Denn so viele Leute mit nur einem Flugzeug durch die Welt fliegen zu können, ist ein absolut gutes Argument. Die unglaublich hohe Anzahl an möglichen Sitzplätzen in diesem Flugzeug drückt die Kosten pro einzelnen Sitzplatz so weit, dass das Flugzeug ein durchaus effizienteres und auch für den normalen Menschen bezahlbares Reisegerät wurde. Die Boeing 747 sorgte dadurch tatsächlich dafür, dass die breite Masse fliegen gehen kann. Und genau dieses Prinzip kennen wir auch heute in moderner Art und Weise noch immer aus dem A380. Einfach Unmengen an Sitzplätzen in ein Flugzeug packen und es dadurch effizient machen, funktioniert dann aber natürlich nur, wenn das Flugzeug auch wirklich voll ist. Um den ganzen Rest zu verstehen, schieben wir wie sonst auch immer die obligatorische Geschichtsstunde vorneweg. Die Boeing 747 baute Boeing in einer Zeit, wie auch die 737, in der eigentlich ein mögliches Überschallprojekt ganz oben auf der Liste stand und eigentlich das große nächste Ding werden sollte. Und es hätte Boeing tatsächlich fast den Kopf gekostet, denn Geld hatten die in dieser Zeit eigentlich nicht mehr zur Verfügung. Das erste Mal geflogen ist die Boeing 747 im Jahr 1969. Im Februar war das und das ist fast 50 Jahre her, also ein halbes Jahrhundert. Das ist in der Luftfahrt eine nicht zu unterschätzende Zeit. Aber wie schon gesagt, die Boeing 747 in egal welcher Version, die Strich 8 jetzt aus der ganzen Sache mal rausgenommen, war immer ein Erfolg und das absolute Prestigeobjekt, welches eine große Airline in der Flotte haben musste. Gebaut, bestellt und ausgeliefert wurden über 1540 Exemplare der 747. Merkt euch diese Zahl auf jeden Fall. Über 700 Exemplare fallen dabei auf die Version 747-400 zurück, welche damit auch die erfolgreichste aus der ganzen Jumbo-Baureihe ist. Die meisten Jumbos fand man in den letzten Jahren bei British Airways. Die hatten kurzzeitig 49 747-400 in ihrer Flotte und daran merkt man auch irgendwie nochmal, wie wichtig Emirates eigentlich für das A380-Projekt ist, denn die haben jetzt schon über 100 A380 in ihrer Flotte und werden dann bald auch mehr als die Hälfte aller je gebauten A380 betreiben. Die Boeing 747 hingegen fand man verteilt über die letzten Jahrzehnte in den Bemalungen sehr, sehr vieler verschiedener Fluggesellschaften. Jetzt begeben wir uns aber mal in die Gegenwart. Ihr erinnert euch, knapp über 1540 Jumbos wurden gebaut. Davon wurden knapp 320 Exemplare direkt von Boeing als reine Frachter ausgeliefert. Allerdings wurden dann in den letzten Jahren immer mehr Passagier-Jumbos auch zu Frachtern umgerüstet. Denn das war ja auch tatsächlich einer der Hauptgründe dafür, warum die Boeing 747 jetzt so aussieht, wie sie aussieht und halt eben nicht aus zwei übereinander gestapelten 707-Rümpfen besteht und das Cockpit nun in der zweiten Etage zu finden ist, damit man halt eben relativ leicht einen Frachter draus bauen kann. Wir kümmern uns jetzt aber um die Boeing 747 in der Passagierversion. Davon fliegen heutzutage nämlich nur noch deutlich unter 200 Exemplare. Insgesamt gibt es von der 747 noch etwas über 500 Exemplare, also zusammen mit den ganzen Frachtern. Also es fliegen noch etwas über 30% der Flugzeuge, welche die Hallen bei Boeing vor einigen Jahren irgendwann mal verlassen haben. Größter Betreiber des Passagier-Jumbos ist noch immer British Airways. Dort findet ihr 36 Boeing 747-400 in der Flotte, mit denen ihr noch durch die Welt fliegen könnt. Platz 2 ist dann schon die deutsche Lufthansa. Dort sind 32 747 in der Flotte, wobei es hier allerdings nur noch 13 747-400 sind und mit 19 Exemplaren der 747-8 ist die Lufthansa dann auch der größte Betreiber der -8 Intercontinental. Kurz dahinter kommt dann KLM, die haben noch 13 Jumbos in ihrer Flotte, in die ihr als ganz normaler Passagier reinkommt. Von den großen US-Airlines fliegt übrigens keine einzige mehr eine 747 für Passagiere. Kurz nach United Airlines im November 2017 hat Delta Airlines dann als letzte große US-Airline im Dezember des letzten Jahres die 747 abgegeben. KLM hingegen hat jetzt erst vor ein paar Tagen bekannt gegeben, dass sie ihren Jumbo noch bis zum Jahr 2021 und damit ein Jahr länger als vorerst geplant betreiben werden. Danach wird auch dort Schluss sein, nach ziemlich genau 50 Jahren Boeing 747 in der Flotte. Ja, wird also noch ein bisschen dauern, bis die 747 komplett verschwunden ist. Ihr habt also noch ein bisschen Zeit, um mit diesem Ding als Passagier durch die Welt zu fliegen. Und damit soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen und ich hoffe, es waren nicht allzu viele Zahlen. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, macht es gut und tschüss.